Grüß wohl, der Jean-Marc Christen hat 1980 beim internationalen Wettbewerb vor besten Tonaufnahmen mitgemacht. Die besten Arbeiten sind ja dann zumal noch auf Platten rausgekommen. Richtig auf Platten. Und wir zeigen das jetzt hier. Es ist hier noch eine Widmung drauf vom Jean-Marc Christen. Ihr seht hier, die Platte ist im Dezember 1980 rausgekommen. Für Hermann als Dank für die fabelhafte technische Unterstützung bei der Produktion des Tonjäger-Albtraums Jean-Marc Christen. Und die Platte wollen wir jetzt einmal auflegen. Das ging so. Rausnehmen, ihr seht da, richtig schön. Auflegen. Das ist Nummer 33, nicht 45. Und dann können wir das anhören. Der Tonjäger-Albtraum. Der Autor dieses Hörspiels versteht seine Gedanken als Warnung an alle Tonjäger, die sich so einfach ins Moos legen. Diese Natur hier. Einfach einmalig. Und diese Luft. Die Vögel singen so schön. Das ist ein richtiger Moosteppich. Direkt einladen zum Hinlegen. Großartig. Diese Baumwipfel. Ja, könnte direkt ein Nickerchen machen. Das ist das Schönste hier. Ich herrsche hier im Zentrum der guten alten Mutter Erde. Und ihr da oben auf eurer lächerlich dünnen Erdkruste, ihr meint immer, ihr seid die Größten. Dabei seid ihr alles Neider. Im Zentrum der Erde? Aber ich dachte immer, da sei es furchtbar heiß. Tja, heiß ist es. Aber nur für diejenigen, die meine Befehle nicht befolgen. Du hast ein richtiges Volk? Tja. Ein Volk, aber nicht im herkömmlichen Sinn. Ein Volk von Computern. Und diese Computer befolgen meine Befehle. Was machen Sie denn den ganzen Tag? Wir organisieren,
koordinieren, multiplizieren und wir tun unsere Macht demonstrieren. Also auch bloß Arbeit? Habt ihr denn auch Kultur? Kultur? Du sprichst von Kultur? Du Erdenmensch, ihr an der Erdkruste oben, ihr seid die Rechten, um von Kultur zu sprechen. Ihr, die ihr die schönsten Kulturschätze der Erde vernichtet und zerstört, laufend, tagtäglich. Was habt ihr schon für eine Kultur? Was machst du denn? Oh, ich arbeite mit dem Tonbandgerät, so wie ich es bei mir habe da. Mit dem Tonbandgerät. Habt ihr auch Musik und Unterhaltung und Radio? Musik haben wir, natürlich unsere eigene. Hergestellt von Computern. Ganz eigene Musik. Ohne Musiker und Instrumente. Synthetisch hergestellt. Na, wie gefällt sie dir? Interessant. Wirklich? Wir haben natürlich auch sphärische Musik. Die höre ich schon die ganze Zeit. Tja, was soll das? Hör gut zu. Höre diese Töne. Dann wirst du einsehen, dass ihr kleinen Winzlinge auf der Erdoberfläche, nein, überhaupt nichts zu sagen hat. Denn eins sage ich euch, ich werde noch eure Gebiete in mein Reich einverleiben, denn ihr zerstört euch tagtäglich selber, ihr Neider, Betrüger. Aber ich möchte nun doch wieder lieber nach oben, wenn es geht. Du hast Glück. Zwar sind hier alle gleichgestellt, doch gibt es ein Gesetz. Wer hier nicht länger als 8 Minuten bei uns verblieben ist, hat die Möglichkeit, wieder auf die Erdkruste zu gelangen. Darf ich? Die anderen, die werden von den Erdkräften angezogen und gelangen nie mehr nach oben. Sie gelten bei euch als verschollen. Du hast aber Glück. Du kannst gehen. Oh. Eines versprich mir. Erzähle niemandem etwas über unsere Begegnung. Klar, Ehrensache. Dafür habe ich ja das Tonband gerät. Nun geh. Ja, so hat die getönt, die Tonigerarbeit. Das ist selber sind. Seit Jahren nicht mehr gehört und muss sagen, ich bin erstaunt, wenn man es dann so analysiert, wie viele kleine, versteckte Wahrheiten in dieser Arbeit sind. Wahrscheinlich eigentlich auch Sachen, die man jetzt erst 40 Jahre später realisiert, wie viel Wahrheit da eigentlich dabei ist. Das, der Tonegger-Albtraum vom Jean-Marc Christen hier exklusiv auf Schallplatte. Was würdest du zuhören?